Ich muss sagen, aktuell empfinde ich noch als eine der größten Herausforderungen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, boah, ich kann gar nicht gucken, ich bin die Sonne gar nicht mehr gewohnt, hey. Wir haben uns hier gerade Smoothie gemacht, weil uns das Mittagessen nicht gereicht hat. Und jetzt haben wir uns überlegt, setzen wir uns ein bisschen auf den Balkon, weil die Sonne scheint. Und es ist wohl der schönste Tag der Woche. Ja, ich habe im Wetterbericht extra geguckt und dann haben wir gesagt, probieren wir doch mal uns irgendwie rauszusetzen mit Decken oder so und saugen Vitamin D auf. Eigentlich würden wir in so einem Fall jetzt auf jeden Fall spazieren gehen, dürfen wir aber nicht. Wir sind in Quarantäne. Ja, wir sind in Quarantäne. Wir waren 2 Wochen im Wochenbett ungefähr, also ich glaube genau 2 Wochen im Wochenbett. Und dann haben wir abends einen Test gemacht und der war bei Marie dann positiv, ganz, ganz leicht nur. Und dann am nächsten Tag PCR-Test und dann waren wir beide Corona-positiv und deshalb sind wir seit über einer Woche jetzt schon in Quarantäne. Genau, ja. Haben so ein bisschen Schnupfen und sind immer auf der Terrasse jetzt spazieren gegangen in den letzten Tagen. Aber haben uns gedacht, jetzt setzen wir uns mal ein bisschen auf den Balkon. Und falls ihr das hören könnt im Hintergrund, dieses Rauschen, bei uns läuft White Noise. Statt Musik läuft mittlerweile White Noise. Richtig cool. Aber am Anfang fand ich es komplett schrecklich, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Es klingt halt so ein bisschen wie ein Wasserkocher oder die Heizung, die rauscht. Oder vielleicht ein bisschen wie ein Föhn, aber ich finde ehrlich gesagt, der Föhn klingt besser. Baby Boy schläft dazu aber sehr gerne. An Tagen, an denen er sonst nicht so gut zur Ruhe kommt. Ja, aber ich glaube, wir nehmen ihn jetzt noch mit raus einfach, damit er auch ein bisschen frische Luft schnuppern kann. Genau, wir bleiben auch ja nicht 100 Jahre draußen. Hier habe ich die Polster mal wieder hingelegt, hier so ein kleines Eckchen. Da ist echt schon richtig schön warm, dadurch, dass es auch dunkel ist. Ja, machen wir es uns hier gemütlich. Hier ist auch unser kleiner Weihnachtsbaum schon, den haben wir gekauft vor der Quarantäne. Der ist im Topf. Wir haben gedacht, das wäre doch mal irgendwie eine schöne Sache, einen im Topf zu kaufen. Und zwar ist es nicht nur einer, der einfach im Topf ist, sondern einer, der sogar im Topf gewachsen ist. Das ist wichtig, wenn man ihn halt irgendwie weiter haben möchte. Wir wollen ihn in einen großen Topf einpflanzen und dann versuchen wir den jedes Jahr irgendwie wieder reinzuholen. Haben gesagt, das wäre doch irgendwie eine schöne Sache, wenn wir den halt jetzt kaufen mit der Geburt unseres Sohnes und dann hält er hoffentlich eine Weile. Dann kann man sagen, guck mal, der ist quasi mit dir mitgewachsen oder so. Ja, deshalb, er steht noch draußen. Den soll man halt nicht so lang reintun natürlich, weil der Temperaturunterschied nicht gut ist, wenn es draußen halt so kalt ist. Und dann nimmt man ihn rein und drin ist so warm. Deshalb bleibt er möglichst lange draußen, kommt an Weihnachten rein und dann halt wieder hier raus. Und deshalb ist es aber eigentlich auch ganz schön, wenn der hier so eine Lichterkette hat. Also hier drunter ist unser Kind. Ich habe es gerade gar nicht erkannt. Da ist ja aber auch das Gesicht komplett frei. Das sieht ja jetzt nur aus der Perspektive so aus. Ich ziehe übrigens einfach eine Jacke an. Ja, das ist gut. Dann braucht man nicht so eine Decken bis hier oben. Das ist gut. Ich trage ihn raus. Hier sitzen wir jetzt. Willkommen auf der Skihütte. Es fehlt nur noch so ein Jägertee oder sowas. Aber es ist herrlich, es ist richtig warm, gell? Mm, also ich glaube, Jacke, doch, ist angenehm, dass man sie anhält. Ich finde sie auch gut. Ja. Und hier ist der Kleine. Und der ist in seinem Nestchen drin. Und wir haben das Nestchen auf diesen Prototypen draufgestellt, den ich gebaut habe im letzten Vlog, also in dem Geburtsvlog. Der ist eigentlich für dieses Homesub von Bretter bei uns. Aber ja, jetzt steht halt sein Nestchen drauf und das ist ganz praktisch, weil dann kann man das immer so ein bisschen hin und her wackeln und dann beruhigt er sich richtig gut. Okay, dann doch im Arm. So, geht die Hüttengaudi weiter. Dann komme ich auch wieder dahin. Natürlich ist schon wieder dunkel. Also echt die Tage, ja, ihr wisst ja, dass sie kurz sind, aber irgendwie für uns sind sie noch kürzer, habe ich so das Gefühl, wenn man nichts anderes macht als jeden Tag das Gleiche. Wir essen jetzt und richtig cool, wir haben gerade so gesagt, oh, was machen wir? Ja, wir haben nämlich so ein paar Gerichte geplant, als wir dann Anfang der Quarantäne waren. Haben wir dann meinen Papa beauftragt einzukaufen, dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen davor planen, nicht, dass wir irgendwie
jeden Tag irgendjemanden losschicken müssen. Und dann haben wir irgendwie 6 oder 7 Gerichte mal geplant. Aber unser Nachbar hat gefragt, ob er uns eine Suppe vorbeibringen darf. Das haben wir natürlich dankend angenommen. Und ja, die verköstigen wir jetzt. Und der Kleine, der macht verrückte Sounds. Hier ist das Süppchen. Ist anscheinend irgendeine Gemüse mit Kürbissuppe. Sieht köstlich aus. Ja, die ist auch noch gut warm. Das Einzige, was sehr schade ist, dass wir gar nicht richtig sagen können, ob die Suppe gut schmeckt. Also sie wird mit Sicherheit gut schmecken, weil wir nicht so viel schmecken. Also durch Corona kann ja so Geschmack und Geruch weggehen. So ganz bisschen kommt er wieder. Wirklich so die ersten Tage war er noch voll da und dann auf einmal war es weg. Und dann hat es auch richtig weg. Also wir haben nichts mehr gerochen. Vor allem bei mir war er zuerst weg, der Geruch. Und dann habe ich noch an so einem Erkältungsöl gerochen und habe so zu Alex gesagt, boah, ich rieche das fast gar nicht. Es ist jetzt intensiv, weil ich habe es in so einen Diffuser reingemacht. Und er so, oh, voll stark und so. Und ich so, ich kann eigentlich nichts wahrnehmen. Das ist eigentlich ja total gefährlich, wenn einem solche Sinne fehlen. Man riecht ja auch nicht mehr, ob irgendwie Essen schlecht ist oder so. Auf jeden Fall haben wir von einer Freundin Schwarzkümmelöl vor die Tür gestellt bekommen, weil das gut ist. Also sie hatte auch schon mal Corona und sie hat gemeint, das ist auf jeden Fall gut, um wieder den Geschmack zu bekommen. Deshalb gibt es morgens und abends ein Löffelchen Schwarzkümmelöl. Es regt übrigens auch die Milchproduktion an, angeblich. Dann kannst du auch bald stillen. Die zwei Raubtiere sind auch gefüttert. Wir holen uns jetzt auch Essen und der Kleine ist auch gefüttert, oder? Der ist auch gefüttert, dem geht es übrigens gut. Also der hatte nichts, der hatte keine Symptome, der hatte kein Fieber, der hat fleißig getrunken, gut geschlafen. Genau, also wir haben ihn gequält. Auch nicht, wir haben beim Kinderarzt angerufen, wir haben ihn nicht getestet, sondern Fieber gemessen einfach. Und die Symptome beobachtet. Nicht vorhandenen Symptome beobachtet. Genau, und dann meinte der Kinderarzt, sollen wir uns einfach melden, wenn sich da irgendwie was verändert. Beziehungsweise vor allem, wenn er dann keine Luft mehr kriegen würde durch die Nase oder so, weil dann ist mit dem Stillen ein bisschen schwierig. Aber alles gut. So sieht übrigens bei uns die aktuelle Situation aus. Wir haben dieses eine Fußkanapee, was immer hier stand, hier davor getan. Und haben jetzt immer hier so eine riesige Liegefläche. Und wir schauen Narnia. Wir haben die letzten Abende Teil 1, Teil 2 geschaut und jetzt heute ist Teil 3 dran und das müssen wir immer, weil es ja irgendwie Disney ist, müssen wir es über den Laptop machen. Und was auch ganz wichtig ist, der Ofen, der läuft auch ungefähr die ganze Zeit. Und ich glaube, im Geburtsvlog hat man das auch so ein bisschen gesehen, aber da lief wirklich der Ofen 30 Stunden am Stück durch. Das war richtig cool, dass hier so gut eingeheizt wurde. Aber über Geburt, da sprechen wir eh nochmal einfach gesondert drüber und auch auf Maries Kanal und ja, jetzt aber essen. Na, du schöne Frau. Na? Richtig frisch und gut siehst du aus hier. Wir sind vor ungefähr 2 Stunden oder so aufgestanden. Wir sind aber richtig gut geworden, finde ich, mittlerweile. Also so was Timing angeht. Wir liegen nicht mehr, also am Anfang im Wochenbett, klar, dafür ist es ja auch da. Aber davon, vor 12 haben wir da nicht gefrühstückt, glaube ich, oder? Nö, aber man muss sich ja auch erstmal eingrooven in die neue Routine. Richtig, richtig. Und jetzt habe ich ihn gerade umgeschnallt. Er wurde schon ein paar Mal wahrscheinlich heute gestillt. Also gut, heute beginnt er um 8. Ja, oder um 12 nachts. Aber ja, er wurde auf jeden Fall heute Morgen auch schon gestillt. Also im Hellen. Und altbekanntes Problem, die Beruhigung am Tag fällt etwas schwieriger. Und jetzt im Tragetuch funktioniert es ganz gut. So, jetzt frühstücken wir aber auch mal. So, Käffchen. Und so sieht das dann aus. Im Wochenbett haben wir immer richtig geiles Frühstück gehabt. Da habe ich immer richtig Gutes in der Küche schon gerichtet. Und jetzt sind wir so ein bisschen downgegradet. Oftmals liegt er auch dann hier drin. Da ist jetzt nur so ein Tuch drüber, das ist so ein Aufsatz auf so einen Hochstuhl. Das ist ziemlich praktisch und da schläft er auch manchmal ganz gut. Man kann ihn da auch mit in die Küche nehmen, also den ganzen
Hochstuhl darüber in die Küche, dann schläft er da, aber ja, am liebsten halt doch im Tragetuch. Und heute ist einfach nochmal so fantastisches Wetter, richtig schön. Gerade eben haben wir festgestellt, es ist ein toller Hack, am Senf zu riechen. Und der erste Schnuff, der erste Schnupperer, der ist noch richtig intensiv. Und es zieht dann so ein bisschen in die Nase rein. Und dann wird es leider schon wieder schwächer. Ja. So kann kein Mensch eigentlich an Senf riechen. Ja, jetzt zieht schon wieder nichts mehr. Aber das wird besser. Also ich habe Hoffnung, dass der Geruch nicht 100 Wochen wegbleibt. Wie wir das von Freunden gehört haben, die irgendwie dann 6 Wochen lang nichts gerochen haben. Gerade für uns, die sehr gerne essen und sich immer sehr freuen übers Essen. Es ist ziemlich traurig, wenn man nur noch Konsistenzen isst eigentlich. Trotzdem an der Stelle mal noch eine Aufstrichempfehlung. Das hier, wir haben das zugeschickt bekommen und das ist so lecker. Konnten wir zum Glück auch schon im Wochenbett testen. Ist auch schon gut angegessen. Und jetzt gerade verwenden wir es ein bisschen sparsamer, weil das schade drum ist, weil das nämlich so richtig intensiv gewürzig ist. Also falls ihr da irgendwie mal drüber stolpert oder es ausprobieren wolltet, unsere Empfehlung hat der Aufstrich auf jeden Fall. Ich muss sagen, aktuell empfinde ich noch als eine der größten Herausforderungen so dieses zeitliche Timing, also auch die Zeit zwischen den Stillpausen nutzen, um irgendwas, sei es für mich, für den Haushalt, für was auch immer, machen zu können. Die Zeit vergeht so schnell, das ist echt richtig crazy. Also es wird hier nach Bedarf gestillt. Und jetzt gerade so zwischen Woche 3 und Woche 4 befinden sich viele Babys in einem Wachstumsschub oder in einer Wachstumsphase. Und ich merke, dass unser Sohn sehr häufig Hunger hat. Auch ein bisschen häufiger, als es vielleicht letzte Woche noch der Fall war. Und ich gefühlt nur hier sitze und stille. Und dann lasse ich ihn immer noch so ganz kurz in meinem Arm so ein bisschen zur Ruhe kommen und einschlafen. Versuche ihn dann in sein Nestchen hier zu transferieren. Wenn das klappt, kann ich dann direkt aufstehen und irgendwas machen. Wenn das nicht klappt, dann sitze ich da noch ein bisschen und wackel an dem Nestchen oder nehme ihn nochmal raus und habe ihn nochmal im Arm oder wie auch immer, bis er dann wirklich zur Ruhe gekommen ist. Und gefühlt ist dann manchmal die Zeit schon wieder, dass er schon wieder Hunger hat und dann wieder aufwacht und quengelig wird und wieder was essen will. Und ich in der Zwischenzeit einfach gar nichts gemacht habe und nicht mal auf dem Klo war oder so. Ich glaube, damit können sich viele identifizieren. Oder ich schaffe es dann gerade kurz in der Zeit zu duschen, das Bett zu machen, meine Klamotten von gestern wegzuräumen und seine Kleidung vielleicht noch wegzupacken und eventuell noch eine Wäsche anzumachen. Und das war es dann aber auch schon wieder. Ihr seht hier hinten im Hintergrund das Lilane, was da liegt. Das ist zum Beispiel noch ein Weihnachtsstrickprojekt, was darauf wartet, beendet zu werden. Und dafür brauche ich halt beide Hände. Und teilweise bin ich noch nicht stilltalentiert genug, um mit beiden Händen was anderes zu machen. Besonders jetzt an der Seite, an der er jetzt auch gerade hier zugange ist, muss ich ihn aktuell andersrum anlegen. Also nicht so in der Wiegehaltung, sondern in der Fußballhaltung oder wie auch immer. Das heißt, dass sein Körper nicht auf meinem Körper drauf liegt, sondern in die andere Richtung zeigt. Die Hebamme vermutet, dass er da auch so ein bisschen eine Verspannung irgendwo hat und hat mir empfohlen, mal mit ihm zum Osteopathen zu gehen, weil er nur an der einen Seite so ein bisschen Trinkprobleme hat, beziehungsweise mir dann Schmerzen zufügt, weil er die Brust irgendwie falsch anpackt. Und an der anderen Seite klappt das richtig gut. Da kann ich währenddessen sogar einschlafen, gerade nachts ist das ganz praktisch. Aber hier an der Seite, da strugglen wir noch ein kleines bisschen. Genau, und da habe ich dann erst recht keine zwei Hände frei, um was zu stricken oder so. Zum Essen gibt es für uns jetzt ein Curry. Und zwar ist das von unserer Hochzeit. Das haben wir vor ein paar Tagen im Kühlschrank aufgetaut. Ja, und das ist doch jetzt perfekt. Okay. Dann gibt es das jetzt ohne zu kochen und ohne einkaufen zu müssen vor allem.
Der Kleine liegt jetzt gerade neben mir und eigentlich wollten wir rausgehen, spazieren, wieder auf der Terrasse, weil da schläft er eigentlich immer sehr gut ein. Er schläft jetzt auch hier. Hatten wir aber eigentlich nicht gedacht, dass er jetzt hier so pennt, weil normalerweise hat er immer irgendwie Probleme einzupennen. Er hat gerade bei Marie wieder getrunken und danach ist er ins Milchkoma gefallen. Und das ist wirklich echt so irgendwie so eine Schwierigkeit. Also man kann wirklich gar nichts planen. Also erstens für Marie. Marie ist halt einfach eine Stillmaschine. So, das ist wirklich hart für mich, weil ich habe keine Chance, ihn irgendwie zu beruhigen, wenn er einfach Hunger hat. Egal, ob das erst 1,5 Stunden ist oder eine gute Stunde, nachdem er das letzte Mal getrunken hat, dann kriegt man ihn nicht wirklich beruhigt. Also vielleicht immer so ein bisschen, aber dann weiß man halt einfach, okay, es muss jetzt gleich gegessen werden. Ja, und wenn das halt nicht ist, dann geht's nicht. Und jetzt hatten wir halt gedacht, okay, er wird gestillt, dann kriegt er eine frische Windel und dann gehen wir raus. Aber jetzt ist er so müde, erschossen, jetzt gehen wir gar nicht raus. Aber nachher ist dann vielleicht die Sonne weg. Deshalb, ja, es ist echt irgendwie immer so ein Struggle. Wie macht man es am besten? Und wir haben jetzt gedacht, okay, das ist jetzt ein guter Plan. Ja, jetzt wissen wir auch nicht. Jetzt lassen wir ihn vielleicht doch einfach hier schlafen und gehen nicht mit ihm rausspazieren, weil wir wollten halt auf jeden Fall, dass Marie jetzt mal zum Stricken kommt und auch mal so ein bisschen Zeit hat. Ich habe nämlich heute Morgen mein Video geschnitten. Das kommt morgen online, also Samstag, am ersten Weihnachtsfeiertag. Und da habe ich diese Wärmelampe gebaut. Die ist ziemlich cool geworden, finde ich. Ich nenne das Video so Pimp My Wärmelampe. Finde ich eigentlich ganz lustig. Vielleicht kommen da noch so ein paar Sachen, weil es gibt echt so ein... Es gibt die Babysachen, gibt da so, so unendlich viele und eigentlich ist alles echt richtig süß oder es gibt es in süß und es gibt es in hässlich, aber irgendwie Wärmelampen gibt es überhaupt nicht in schön, finde ich. Also vielleicht kennt ihr irgendwie eine schöne Wärmelampe, aber ich kenne nur hässliche und deshalb habe ich unsere so ein bisschen hübscher gemacht. Na? Jetzt doch? Ja, hallo? Und wenn man zum ersten Mal Eltern wird, dann stellt man sich ja manche Dinge vorher so vor und sagt sich so, ja, das machen wir so und so und das brauchen wir alles nicht und das wollen wir so und so machen und so weiter. Und dann kommt ein Kind auf die Welt und ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Das vergisst man so ein bisschen, sondern ist ja einfach auch ein fertiger Mensch. Nicht ganz so fertig wie ein erwachsener Mensch, aber trotzdem auch schon ein Mensch, der einfach schon mit Vorlieben und Präferenzen auf die Welt kommt und dann gewissermaßen ein bisschen den Ton angibt. Und dann stellt man plötzlich fest, dass man auf mancherlei Dinge nicht vorbereitet war. Bei uns war es ja so, wir haben bei ganz vielen Dingen gesagt, das kaufen wir nicht, das brauchen wir alles nicht und so weiter. Ich glaube, dazu kann ich auch mal noch gut ein Video auf meinem Kanal machen. Dinge, von denen wir nicht dachten, dass wir sie brauchen und sie letztendlich doch gekauft haben oder sowas in der Art. Unter anderem war das ein Stilllicht. Also das war was, was wir vorher nicht gekauft hatten und uns so dachten, ja, pf, Quatsch, ich kann doch einfach die Salzkristalllampe anmachen, passt doch. Und dann schon so in der ersten Nacht gemerkt haben, okay, das ist irgendwie kacke, das ist ja viel zu hell. Und das denkt man erstmal so gar nicht, wenn man sich das so im Tageslicht anschaut, denkt man so, das ist eine kleine Funzel und das ist ja völlig geeignet. Und dann in der Nacht, boom, war das Zimmer irgendwie komplett erleuchtet. Deswegen haben wir als erstes ein Stilllicht gekauft, so richtig schön dunkel ist. Einfach um sowohl mich als aber auch ihn nicht so wach zu machen. Und jetzt ist gerade was angekommen, was ich uns bestellt hatte. Und zwar der Moonybär. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich habe das über Instagram entdeckt. Und das ist dieser Bär. Der sieht echt richtig süß aus, finde ich. Und der hat so ein Element drin, was leuchten kann und was unterschiedliche Sounds abspielt. Und wir haben euch ja bereits unser wundervolles White Noise präsentiert. Und damit bin ich bald komplett abschnappen, haben wir uns gedacht. Wir probieren mal den Bären. Der hat nämlich auch so ein Rauschen und auch noch Herzschlag. Also der kann 5 unterschiedliche Sounds machen. Plus auch noch ein Lied abspielen. Herzschlag, Windrauschen, Waldbach, Regenfall und Meeresrauschen. Plus der hat eben auch so ein Licht drin. Denn tatsächlich ist es aktuell so, dass ich mein Handy im Schlafzimmer dabei habe und sonst haben wir die Handys nie im Schlafzimmer, um dieses White Noise
abspielen zu können. Und dann läuft einfach nachts dieses dumme White Noise, beziehungsweise meist so in den Morgenstunden. Also meist so gegen 5, 5:30 rum, wenn wir uns so denken, okay, es gibt aktuell noch überhaupt gar keinen Grund aufzustehen. Und er nach dem Stillen nicht so richtig zur Ruhe kommt, sondern dann so ungehalten ist. Naja, jetzt, ich kann ja mal gerne berichten, wie das funktioniert mit diesem Mooney Bear. Ja. Ich glaube, den muss man erstmal aufladen, schätze ich mal. Ich muss mir, glaube ich, also diese ganze Anleitung aber durchlesen. Süß, finde ich. Gell, der ist schön. Ja. Ich finde den auch schön. Naja, noch so ein Ding, von dem ich nicht dachte, dass wir es brauchen werden. Ja, und irgendwo kannst du dann den Sound verstellen. Ich glaube, man kann den irgendwo aufmachen, diesen Bär. Ja, an der Seite ist so ein Reißverschluss. Aber irgendwo kann man auch das Licht anmachen und so. Also ja, schauen wir uns das mal an. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe jetzt mal orangenes Licht eingestellt und man kann da auch die Farben wechseln. Und diesen Sound mit Rauschen und Herzschlag, was so ein bisschen an den Mutterleib erinnern soll. Ja, also, naja, ist trotzdem auch ein nerviges Geräusch, finde ich. Aber nicht ganz so schlimm wie dieses weiße Rauschen. Ich hoffe, dass das auch gut ankommt. Ansonsten haben wir ja noch die anderen Sounds zum Durchwechseln. Übrigens gibt es den Bär auch in unterschiedlichen Farben. Wir haben uns so für dieses klassische Sand-Bärfarbe entschieden. Gibt es aber auch weiß und grau und noch so ein richtiges Camel und so. Ist eigentlich auch eine ganz süße Geschenkidee, finde ich. So, er ist wieder umgeschnallt, zweites Mal gefüttert, jetzt gehen wir noch raus. Zwar, Sonne ist weg, aber es ist noch hell, vielleicht noch 10 Minuten. Das nutzen wir aus und gehen eine kleine Runde walken. Und ich muss sagen, wir haben ja diesen Tragetuchkurs gemacht. Es war auch sehr gut, dass wir den gemacht haben. Und trotzdem, die ersten paar Mal das Tragetuch binden, also es ist immer noch nicht einfach, aber man kommt jetzt rein. Ich kriege das gut alleine hin. Aber am Anfang waren wir beide schon echt überfordert, weil es einfach anders ist als mit der Puppe. Und dann bewegt sich das Kind oder es bewegt sich nicht und ist aber dann wie so ein schlaffer Sack hängt es da rum und dann schleudert es den Kopf hin und her. Auf jeden Fall, oder es schreit, dann ist es nochmal überfordernder. Auf jeden Fall war es am Anfang schon ein bisschen schwierig und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass viele deshalb auch sagen, oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich, weil auch ich habe so gedacht, okay, vielleicht ist es auch nichts für mich. Vielleicht schmeiße ich auch das Tragetuch hin und wir gehen gleich auf eine andere Trage. Aber jetzt nach einigen Tagen Übung, muss ich sagen, geht es immer besser. Und er sitzt jetzt auch richtig schön stramm hier drin. Dazu vielleicht noch ergänzend, gleiches gilt übrigens auch für das Stoffwindelthema. Auch so ein Ding, womit wir uns ja vorher schon ein bisschen auseinandergesetzt haben und gesagt haben, wir wollen gerne mit Stoff wickeln. Und das machen wir auch, aber das machen wir nicht jeden Tag, weil wir auch da noch dabei sind, uns so ein bisschen einzugrooven. Und ich würde tatsächlich sagen, das mit dem Tragen und dem Tuch klappt schon besser als das mit den Stoffwindeln. Nicht, weil wir mit den Stoffwindeln nicht klarkommen oder weil uns das mit dem Waschen überfordert oder das Anlegen oder so, sondern weil wir so das Gefühl haben, dass er damit noch nicht so happy ist. Und wir dann wiederum nicht wissen, ob wir das geeignete System gekauft haben. Wir haben ja diese Prefolds plus Überhosen. Und ich nutze die. Du gehst, halt, ja. Die Helligkeit. Bye. Bis in 10 Minuten. Ich kann euch auf der Terrasse. Ich bin weit weg. Ich kann euch auch vom Balkon auf der Terrasse beobachten, genau. Was soll ich sagen? Wir haben schon überlegt, ob die Prefolds vielleicht für so ein Neugeborenes noch ein kleines bisschen zu groß sind. Wir haben nämlich die mittleren Prefolds gekauft, damit wir die einfach auch lange nutzen können. Und das ist natürlich an so einem neugeborenen kleinen Körper noch sehr viel Stoff. Und dann konnte er wiederum seine Beinchen nicht so gut bewegen und war dann dadurch ein bisschen unruhiger, hatten wir so das Gefühl. Wir haben jetzt auch mit unserer Stoffwindelberaterin nochmal gesprochen, die meinte, wir könnten erstmal Mulltücher ausprobieren, also aus Mulltüchern so eine Windel falten und die dann festklemmen und da dann eine Überhose drüber ziehen. Das heißt, das werden wir als nächstes mal probieren.
Und eigentlich macht man ja ganz oft so eine Kombination aus Stoffwindeln und Abhalten. Also das Kind, also so die Ausscheidungskommunikation, das so erkennen, wann muss mein Kind und dem dann eben anbieten, das Geschäft nicht in eine Windel zu machen, sondern eben über einem Gefäß, über dem Waschbecken, über der Toilette, wie auch immer. Und da finde ich es auch total schwierig, diese Zeichen zu lesen. Plus dann mit so einem neugeborenen kleinen Kind, was irgendwie so teilweise mal gar keine Körperspannung hat, wie handle ich das richtig? Wie halte ich das? Meine Hände zum Beispiel sind halt auch wirklich einfach nicht groß. Ich habe manchmal schon Probleme, seine beiden Beinchen in einer Hand zu schnappen, um dann mit der anderen sauber zu machen oder so. Also es sind halt lauter so Dinge. Man muss sich da erstmal ein bisschen eingrooven in das ganze Handling. Und das ist auch voll okay. Also ich finde, da muss man sich keinen Stress machen, nur weil man vielleicht gesagt hat, man möchte keinen Kinderwagen, man möchte tragen, man möchte keine Einwegwindeln, man möchte Stoffwindeln. Man hat trotzdem alle Flexibilität. Letztendlich ist es natürlich auch wichtig, dass man sich als Eltern wohlfühlt. Nur dann kann man entspannte Eltern sein und das wiederum überträgt sich direkt auch aufs Kind. Habe ich jetzt schon festgestellt, wenn ich irgendwie ein bisschen angespannter war den Tag über, dass er mir das im Prinzip direkt wiedergespiegelt hat. Und wenn man die Sachen gechillt angeht, dann ist gefühlt auch das Kind gechillter. Ja, also wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. So viel aber mal zu dem Update. Ich habe eine Bolo gemacht. Hier, fertig ist sie schon. Der Walk mit dem Kleinen auf der Terrasse war gut. War keine Wanderung, war auch nicht lang, aber hat trotzdem gut getan, so ein bisschen rauszukommen. Ja, und jetzt verspüren wir. Mal gucken, ob wir gemütlich essen können. Oder aber, ob wir getrennt essen müssen, weil der Kleine, ja, der hat gerade ein bisschen Einschlafprobleme. Mal gucken. Mit seinem Bärchen da. Ich muss leise sein. Etwas, was Alex nicht kann. Das wird wahrscheinlich eine Ansicht sein, die ihr öfter zu sehen bekommt. Ich bin gerade so ein bisschen am Aufräumen und habe ihn mir jetzt einfach umgeschnallt. Dann muss nicht einer die ganze Zeit da auf der Couch sitzen und ihn irgendwie zum Schlafen bringen. Denn glücklicherweise ist das eine sehr gefragte Schlafposition. Jetzt habe ich die Wäsche weggeräumt. Hier liegt noch so ein bisschen Babykleidung, was wir auch geschenkt bekommen haben von seinen Urgroßeltern zum Beispiel. Teilweise sind die Sachen aber noch ein bisschen zu groß und deswegen kommen die jetzt erstmal weg in die Kiste. Ich muss so filmen, weil hier habe ich gar nicht so viel Bewegungsfreiheit. Und dann möchte ich mich weiter Weihnachtsgeschenken widmen. Vielleicht auch schon ein bisschen was einpacken oder so. Ich bin hier noch am Stricken. Übrigens bin ich mit der Babydecke immer noch nicht weiter. Ein Glück, mir haben so viele geschrieben, ja, er macht sich bestimmt erst auf den Weg, wenn die Decke fertig ist. Ein Glück nicht. Sonst wäre ich jetzt immer noch schwanger. Das wäre schwierig, glaube ich. Kann ich es euch so halbwegs zeigen? Hier. Ich zeige mal noch nichts Genaueres. Ich glaube zwar nicht, dass die Person den Vlog guckt, aber you never know. Und dann möchte ich auch ein bisschen Weihnachtsgeschenke schon mal einpacken. Unser Weihnachten wird zwar zu dritt stattfinden, aber ab dem 26. sind wir ja offiziell nicht mehr in Quarantäne. Und wenn dann unsere Tests negativ sind, dann wollen wir an dem Tag meine Familie besuchen. Beziehungsweise meine Mama. Das ist alles so im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis, auch damit das mit Baby nicht zu anstrengend ist. Am Anfang verarbeiten die ja dann die Reize sehr stark, auch vor allem abends und nachts. Und dann ist das ein bisschen schwierig, mit dem zur Ruhe kommen. Aber deswegen, sag mal, Katzenhaare in meinem ganzen Gesicht, dachte ich mir, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich schon mal ein bisschen anfange, Sachen einzupacken. Das ist auch so ungefähr der einzige Programmpunkt, den ich heute habe. Wirklich verrückt. Aber immerhin geht es uns gut. Das ist ja schon mal schön. Unser Adventskranz dieses Jahr sieht so erbärmlich aus. Ich habe jetzt diese Blumen in die Mitte gestellt. Ich hatte uns diese Schale bestellt und die kam erst kurz vorm vierten Advent, glaube ich, an. Und ich wollte die eigentlich mit so Trockenblumen und sowas dekorieren
Und dann dachte ich mir so, okay, es lohnt sich ja gar nicht mehr. Dann hatten wir außerdem keine richtigen Blockkerzen, nur diese mini kleinen. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Und dann dachte ich so, couldn't care less dieses Jahr. Aber an sich finde ich diese Betonschale total cool. Und habe mir gedacht, das sieht bestimmt auch cool aus, wenn man da immer so ein bisschen saisonale Deko reinlegt. Ich habe die bei Connox bestellt. Aber die hatten jetzt so... Also ich habe die im November irgendwann bestellt und die hatten ziemliche Lieferschwierigkeiten mit allem Möglichen. Deswegen kam das erst so spät an. Ja, und jetzt diese Blumen da einfach so in die Mitte gestellt. Dann würde ich jetzt natürlich nicht die Kerzen anmachen, sondern das dann wieder wegstellen. Meistens jetzt gerade Chaos, weil alles Mögliche rumliegt. Mittlerweile sind die Lichter hier am Baum draußen angegangen und ich hole den jetzt mal rein, denn wir bauen den jetzt auf. Wir haben hier so ein kleines Höckerchen und dann kommt der wahrscheinlich hier hin. Müssen wir gucken, ob das gut ist. Mit dem Schaukelstuhl, den haben wir jetzt auch noch nicht so lange hier, aber ich finde, das ist eigentlich so der beste Platz hier. Also entweder halt da oder hier irgendwie, aber ich glaube, da ist eigentlich schon am schönsten. Und wir haben auch eine neue Christbaumkugel, die hat Marie bestellt. Und zwar hat eine Zuschauerin Marie geschrieben, dass es bei ihnen so war, dass es jedes Jahr zum Geburtstag haben die quasi eine Kugel gekriegt. Und dann war irgendwann am Weihnachtsbaum dann halt ganz viele verschiedene Kugeln zu jedem Geburtstag. Und das ist irgendwie eine coole Erinnerung. Und dadurch, dass unser Kleiner halt so nah an Weihnachten Geburtstag hat, haben wir gedacht, machen wir das auch und kaufen halt jedes Jahr eine Christbaumkugel und die da rankommt. Und dann hat man irgendwann so bedeutsame Christbaumkugeln. Eigentlich müssen wir irgendwie irgendwo was draufschreiben, zu welchem Jahr das ist. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Vielleicht Jahr 0. Ja, Geburt. Oder 2021 einfach. Ach so, oder so. Ja, stimmt. Das wird das Jahr einfach draufschreiben, weil es wäre echt blöd, wenn man das irgendwie dann vergisst. Aber wann war es nochmal? Ja, süße Faultierkugel auf jeden Fall. So, sieht der kleine süße Baum aus. Er hängt noch ein bisschen, deshalb habe ich mir hier ein Stück Pappe genommen und werde das jetzt so gerade wie möglich ausrichten. Aber es ist süß, oder? Ja, super süß. Oh, Entschuldigung. Super süß. Da steht er, der gute Baum. Er sieht doch echt richtig süß aus. Ein paar Kerzen fehlen noch. Die Batterien laden wir aber gerade auf. Die werden dann auch noch verteilt. Ja, sieht doch richtig süß aus hier, finde ich. Passt auch sehr gut wieder dahin. Also die standen eigentlich immer da, unsere letzten Bäume. Und es ist eigentlich auch cool, wenn der so ein bisschen erhöht steht. Und ich habe uns gerade nochmal einen Tee gemacht. Und zwar ist es so ein frisch gepresster Ingwer-Zitronentee. Das habe ich hier, ist noch so ein bisschen so Sud. Und wir haben ganz viel Ingwer nämlich hier. Und ich habe noch hier so eine Ingwerpresse, die habe ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Oder so eine Ingwerreibe ist es. Da reibt man den hier drüber und dann kann man diesen Saft hier ausgießen. Und den trinken wir mit ein bisschen Zitrone. Ja, ich finde, es schmeckt auch sehr gut. Geschmacklich erinnert es mich auf jeden Fall so ein bisschen an den Switchel von der Geburt, oder? Oh Gott. Ich dachte, wenn wir bereit sind. Jetzt geht wieder los, Schatz. Geburt. Nein, noch nicht, bitte. Christmas morning. Eigentlich noch nicht. Warum? Das ist erst Ach so, morgen. Stimmt. Heute ist Christmas Eve. Ja. Oder? Ja. Korrekt. Also ja, nur dann ist jetzt halt noch nichts. Aber 24. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Genau. Wir wünschen euch natürlich auch jetzt wunderschöne Weihnachten. Wir hoffen, ihr genießt irgendwie die Zeit mit Familie oder auch einfach so mit oder Freunden auch nicht. Zu zweit. Wie oder auch immer. Nicht. Genau. Wir hoffen, ihr habt ihr ruhige, entspannte Tage. Macht es euch gemütlich. Esst was Leckeres. Ja, was wir noch sagen wollten zum Testen, weil viele sich wahrscheinlich jetzt auch vor den Feiertagen auf Corona testen lassen und sowas, testet euch am besten mehrmals hintereinander, gerade wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man hat irgendwie einen Schnupfen oder so, dann einfach am besten am Tag vielleicht zwei zu machen und am nächsten Tag auch nochmal, weil bei mir war es so, dass mein Test erst negativ war und ich hatte aber schon so ein bisschen ein Schnüpfchen. Und am nächsten Tag, und Marie ihre war an dem Tag schon positiv und wir so, okay, komisch. Meine war aber komplett negativ, beide, die wir gemacht haben. Und am nächsten Tag war dann meiner auch positiv. Und wäre Marie nicht positiv gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich am nächsten Tag gar nicht mehr getestet, weil ich gedacht habe, ja gut, meine Erkältung ist ja nicht Corona, ich habe mich ja schon getestet. Deshalb, ja, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich hier
öfters testet. Genau, gerade wenn man auch geimpft ist, wie wir beispielsweise, dann wägt man sich eventuell ganz schnell auch in falscher Sicherheit, weil man denkt, okay, ich habe einen Test gemacht. Es gibt ja auch noch andere Erkältungen einfach und vielleicht habe ich dann sowas. Und dabei ist das dann gar nicht garantiert, dass der Test vielleicht am nächsten Tag nicht dann doch positiv wäre. Deswegen, gerade wenn man, die kann man ja mittlerweile echt für ein Apfel und ein Ei bei DM auch kaufen oder so, wenn man jetzt keine Lust hat, jedes Mal zu so einer Teststation zu laufen, einfach so ein paar Tests zu Hause haben und dann ja, kann man immer mal wieder auf Nummer sicher gehen. Random, ich sehe gerade, dass mein einer Nagel gar nicht mehr lackiert ist. Hä? Wo habe ich meinen Nagellack verloren eigentlich? Ich habe so einen neuen Peel-Off-Nagellack drauf und der hier ist jetzt einfach weg. Das stelle ich gerade mal so random fest. Ja, wir hoffen, euch hat dieser special lange Vlog gefallen. Der erste mit Kind. Das ist auch krass. Vielen Dank für das super, super liebe Feedback unterm letzten Video. Haben wir uns total drüber gefreut. Und ihr müsst jetzt natürlich keine Sorge haben, dass wir nur noch über Babykrempel reden. Es gibt durchaus auch noch andere Themen, die uns beschäftigen. Nur wenn man jetzt 3 Wochen nichts anderes gemacht hat, als zu Hause zu sitzen und sich mit dem Thema Baby zu beschäftigen, dann nimmt das doch erstmal noch sehr viel Raum ein. Ja, ist ja auch klar. Ist ja plötzlich ein Mensch einfach bei uns, der davor nicht da war. Also natürlich beschäftigt uns das sehr krass. Ja, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns dazwischen nicht mehr sehen. Und bis dann. Ja, macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss.